sodass der Heilige Geist immer die richtigen Worte findet. Bleiben Sie behütet, der Herr mit Ihnen, alles Gute. Du bist Christ und sehnst dich danach, Jesus im Alltag mehr zu erleben? Unser kostenloser Glaubenskurs hilft dir dabei. Mein Name ist Nele und als persönliche Studienbegleiterin freue ich mich über deine Fragen. Meld dich jetzt an. Mein Team und ich sind gern für dich da. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Sag Ja zu Jesus. Heute ist unser Thema etwas herausfordernd, ganz schön matschig. Heute packen wir voll in den Dreck des Lebens. In unserer Themenreihe, da geht es ja gerade um den Hauch des Lebens, Hoffnung, die Jesus uns schenkt. Doch schauen wir auf unser Leben, dann entdecken wir auch so manche Momente, die sind vom Hauch des Todes geprägt. So sehr, dass sie bleiben. Sie sind eben kein Hauch, der mal kurz weggepustet werden kann. Egal, wie viel Optimismus und Gebet wir ihnen entgegenwerfen. Unsere Erklärungsversuche laufen ins Leere. Der Dreck, er klebt an den Fingern und will einfach nicht abgehen. Ein großes Fragezeichen dominiert unser Leben und wir sind konfrontiert mit Erklärungsversuchen. Wie ging Jesus mit diesen Fragezeichen um? Ich finde, ein wirklich herausforderndes Thema. Wagen wir es gemeinsam, dem zu begegnen. Ich kann mir vorstellen, dass es für einige sogar herausfordernder ist als für andere. Deswegen möchte ich heute ganz bewusst auf die Möglichkeit der Seelsorge und des Gebets hinweisen, die über Telefon, E-Mail oder Chat möglich ist. Ich freue mich, heute Abend wieder nicht alleine zu sein. Ich teile den Raum wieder mit sympathischen Musikern, die uns gleich auch musikalisch begrüßen werden. Anja, Basti und Ayla. Gerade weil das Thema heute wirklich schwer ist, da bin ich dankbar, dass sie uns mit ihrem ersten Lied Geborgenheit zusingen. Dein Friede. Ich erkenne deine Größe.
Herz zur Ruhe. Dieser Friede, der von dir kommt, ist ein Friede, den die Welt nicht kennt. Ein Friede, den mir niemand geben kann. Du bist mein Fels in der Brandung, mein einzig sicherer Ort. Du hältst Stand in jedem Umstand, mein Fundament bist du. Ich setze mein ganzes Vertrauen alleine nur auf dich. Ich will gegründet sein auf dem Eckstein, auf dem Fels, Jesus. Du bist mein Fels in der Brandung, mein einzig sicherer Ort. Du hältst Stand in jedem Umstand, mein Fundament bist du. Ich setze mein ganzes Vertrauen alleine nur auf dich. Ich will gegründet sein auf dem Eckstein, auf dem Fels, Jesus. Ich will gegründet sein auf dem Eckstein, auf dem Fels, Jesus. Ich habe heute die beste Erfindung der Welt mitgebracht. Meine Brille. Was wäre ich ohne sie? Ich stelle mir das immer mal wieder vor. Wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn es meine Brille nicht gäbe, wenn sie nie erfunden worden wäre? Aber zum Glück wurde sie im 13. Jahrhundert in der Toskana erfunden, nicht nur die Sonnenbrille. Aber was wäre, wenn nicht? Was hätte ich vorher gemacht? Allein schon bei der simplen Frage, was das Hobby betrifft. Ich gehe gerne ins Kino. 3D-Kino? Ein vollkommen irrelevanter Hype für mich. Was bringt es mir, wenn ein Laserschwert aus der Leinwand rausragt, wenn ich noch nicht mal den Kinosessel vor mir sehen kann? Doch viel spannender ist doch noch die Frage, was wäre beruflich aus mir geworden, wenn ich nur schwammig sehen könnte? Was wäre mit mir vor dem 13. Jahrhundert gewesen? Und im 13. Jahrhundert hätte ich mir die auch nicht leisten können. Wäre ich in der Gasse gelandet? Auf jeden Fall wäre ich sehr, sehr abhängig gewesen von anderen Menschen. In Beruf und Alltag, da brauche ich meine Sehkraft. Wie gut, dass es die Brille gibt. Für mich eine der besten Erfindungen der Welt. Heute begegnen wir einem Mann, dem hätte noch nicht einmal eine Brille geholfen. Er ist blind. Von Geburt an. Er hatte das Licht der Welt erblickt, ohne das Licht der Welt zu erblicken. Nie durfte er einen Sonnenuntergang bewundern, nie den Flug eines Schmetterlings bewundern. Alles Dinge, die selbstverständlich für mich sind. Für diesen Menschen sind Farben und Formen eine unerlernbare Fremdsprache. Alles um ihn herum ist und bleibt schwarz. Doch sein Gehör bleibt ihm. Und dieser Sinn ist umso schärfer. Er hört alles ganz genau. Er sieht sozusagen mit seinen Ohren.
Doch auf das, was er heute mit seinen Ohren sieht, da hätte er gut und gerne verzichten können. Er sitzt wie jeden Tag dort am Straßenrand, denn eine Sozialfürsorge gibt es in seinem Land nicht und in seiner Zeit auch nicht. Er sitzt da und ist auf die Euros der Mitmenschen angewiesen. Und er ist froh, wenn er mit seinen Ohren diesen beruhigenden Klang wahrnimmt. Der Klang von Klimpern der Münzen im Geldbeutel. Ein kleines Klimpern bedeutet, dass er wieder einen weiteren halben Tag über die Runden kommt. Doch das meiste, was er hört, ist Getuschel. Seine Augen sind verschlossen. Aber die Stielaugen der anderen, die durchstechen ihn. Was er aber noch nicht weiß, ist, dass ab heute alles anders sein wird. Kommt mit mir mit und lasst uns mal in das Zentrum dieser Stadt gehen und lasst uns vorsichtig beobachten, was dort geschieht. In Johannes 9, Vers 1, da steht: Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder waren es seine Eltern? Wer hat Schuld? Da sitzt dieser Mann isoliert am Straßenrand, blind. Etwas, das den meisten von uns fremd ist. Wir könnten mal versuchen, uns in ihn hereinzuversetzen, indem wir einen Tag lang mal die Augen geschlossen halten. Und dann versuchen wir, unseren Alltag zu bewältigen. Für mich ist das kaum möglich, das umzusetzen. Das fällt mir total schwer. Es fällt mir schwer, mich in die Person und sein Leiden reinzuversetzen. Weil ich kann jederzeit meine Augen öffnen. Und ich habe auch den Drang danach. Ich will doch sehen, was um mich herum passiert. Aber dieser Mensch, der kann das nicht. Alles, was er sieht, ist schwarz. Aber ich höre, sagt er. Ich höre, wie du vor mir lächelst. Wenn dein Mundwinkel nach oben geht, dann knackt das immer so leicht. Ich höre auch jede Grimasse, die vor mir geschnitten wird. Die Leute denken, ich bekomme das nicht mit. Ich sehe nicht, aber ich höre. Und das, was ich am meisten höre, ist dieses geflüsterte: Warum? Warum ist der anders? Warum ist der kaputt? Es ist so, als ob über meinem Leben ein großes Fragezeichen schweben würde. Und als ob das noch nicht reichen würde, mein Leid, dann nehmen meine Mitmenschen dieses Fragezeichen und hämmern es auf mich drauf. Was hast du falsch gemacht? Oder was haben deine Eltern verbockt? Warum bin ich anders? Warum bin ich ein kaputtes Menschenexemplar? Als ob ich mir diese Frage nicht schon oft genug gestellt hätte. Warum, Gott? Warum muss ich diese Last tragen? Was habe ich denn verkehrt gemacht? Als ob das Leid noch nicht schon genug wiegen würde, da wird es noch zusätzlich mit dieser Schuldfrage belastet. Damals war es selbstredend, dass Leid unmittelbar mit Schuld zusammenhängt. Das ist ja bezeichnend, wie die Pharisäer den Mann kurze Zeit später zurechtweisen. Du hast uns gar nichts zu sagen. Du bist schon in Schuld geboren. Du warst von Beginn an ein menschliches Fehlexemplar. Du stinkst nach Schuld. Als ob das Leid nicht schon reichen würde. Leid gilt als gerechtfertigter Fluch. Da sitzt ein zu Recht Verfluchter. Wir könnten jetzt vielleicht sagen, ja, das war vielleicht früher so. Aber heute ist es auch nicht mehr so. Wirklich nicht? Wie oft hört man das vielleicht oder vielleicht denkt man das auch nur, ja, da hat die Mutter wohl in der Schwangerschaft geraucht, getrunken, Drogen genommen. Da sitzt ein Fluchträger. Er trägt die Folgen einer Tat. Er ist ein sichtbar gewordener Fehltritt. Natürlich haben die meisten unserer Taten Folgen.
Wer sich in der Nacht den Kopf zuballert, der hat am nächsten Tag Kopfschmerzen. Salopp gesagt, wer seinen Finger in den Mixer hält, der färbt die Sahne rot. Aber auf diesem Mann, da lastet es wie ein nie mehr enden wollender Fluch. In welchen Mixer hat er wohl gepackt? Oder waren es seine Eltern? Ein Mann, der für die Erziehung als Negativbeispiel dient. Sündige nicht, sonst endest du so wie er. Hab ich's dir doch gesagt. Ein schöner Satz, der dann immer kommt. Es ist so, als ob die Schulklassen vor diesen Blinden geführt werden und dann wird von der Lehrerin gesagt, schaut Kinder, das passiert, wenn er zu viel am Handy hängt. Schrecklich. Es reicht nicht, dass dieser Mann nichts als schwarz sieht. Es ist auch noch dieser Fluch, nach dem er riecht. Dieser Makel, was in seinem Leben wohl falsch gelaufen ist. Wer hat Schuld an diesem Mist? Leid überfordert uns Menschen. Es bringt uns in Erklärungsnot. Vielleicht ist ja auch die Schuldfrage nur unser Versuch, mit dieser Überforderung umzugehen. Kategorisieren, eintüten, fertig. Vielleicht ist auch die Sinnsuche im Leid meine Antwort auf diese Überforderung. Es muss doch irgendeinen Grund haben. Vielleicht verspüren wir diese Not ja auch. Wir sehen Leid und verspüren den Drang, das zu erklären. Warum? Es passiert in gut gemeinter menschlicher Anteilnahme. Es muss doch einen Sinn haben. Und wenn dieser Sinn gefunden wird, dann kann das ja auch eine kraftspendende Ressource sein. Doch manchmal ist Leid einfach nur Leid. Manchmal gilt es einfach nur mitzuleiden, anstatt zu erklären. Manchmal gibt es keine Schublade. Manchmal ist Leid einfach nur Leid. Manchmal gilt es einfach nur mitzuleiden, anstatt zu erklären. Und jetzt kommt Jesus. Und er durchbricht dieses Denksystem von Schuld und Strafe. Er sagt zu den Kategorisierern, wer Mist gebaut hat, er oder seine Eltern, weder noch. Er sagt in Johannes 9, Vers 3, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Er wendet sich sozusagen an die Schulklassen, die vor diesen Blinden geführt werden, und er sagt, dieser Mann ist kein Repräsentant des Fluchs Gottes. Nein, im Gegenteil, dieser Mann ist Repräsentant der Herrlichkeit Gottes. Was für eine krasse Wendung. Dieses Fehlexemplar, dieser Fluchträger soll Repräsentant der Kraft Gottes sein? Dieser Mensch, der mangelhaft ist? Jesus sagt, dieser Mann ist Repräsentant der Herrlichkeit Gottes. An ihm werden die Werke Gottes sichtbar werden. Auch wenn er für euch nach Schuld riecht, auch wenn euch sein Leid überfordert, dieser Mann, dieses sogenannte Fehlexemplar, ist Repräsentant der Herrlichkeit Gottes. Ob du es glaubst oder nicht. Aber Vorsicht, dieser Text kann sehr schnell auch missverstanden werden. Wir könnten jetzt schnell denken, dass Jesus hier auch eine Schublade schenkt. Eine krasse Schublade sogar. Krank geboren, um geheilt zu werden. Ein Leben lang herumplagen mit der Dunkelheit des Alltags für diesen einen Tag? Das wäre heftig. Und das ist es auch nicht, worum es Jesus geht. Sein Reden und sein Handeln, das zeigen was anderes. Er sprengt nämlich diese Schubladen. Jesus geht es nicht um das Warum der Vergangenheit. Hier wird der Spot darauf gesetzt, was jetzt geschieht. Und das, was jetzt geschieht, ist das Ausrufezeichen der Zukunft. Herrlichkeit Gottes, die in die Gegenwart strahlt. Gerade begegnete uns das große Fragezeichen unseres Lebens. Doch jetzt stehen wir kurz vor der Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die aus der Zukunft zu uns strahlt. Macht euch bereit. Vers 6. Dann spuckte Jesus auf die Erde. Jesus spuckte auf die Erde. Und er rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden.
Hier ist das herrliche Wirken Gottes. Speichelbrei? Also ich muss ehrlich gestehen, dass mich diese Zeilen von diesem Speichelbrei immer wieder abstoßen. Seitdem ich die kenne, da wirken die abstoßend auf mich. Und ich denke einfach nur, ich fand diese Passage immer schon eklig. Das hat für mich auch nie gepasst. Jesus spuckt, das gehört sich doch nicht. Und das ist ja noch nicht alles. Er nimmt die Spucke und fängt dann an zu matschen. Mein erster Gedanke war immer, wenn ich das gelesen habe, boah, geht das nicht appetitlicher? Ich weiß nicht, wie empfindest du diese Stelle? Wieso macht Jesus hier Speichelbrei? Eigentlich bräuchte er doch nur ein Wort zu sagen, wenn überhaupt. Wie in anderen Heilungsgeschichten. Warum Speichelbrei? Warum Matsche? Ich mochte als Kind noch nicht mal gerne matschen. Geschweige denn die gut gemeinte Mamaspucke. Wenn man so ein bisschen Schokolade im Gesicht hat, weißt du noch? Ja, dann kommt die Mama an und sagt, komm, mach mal weg. Ich so, nein, ich hab's nie verstanden. Diese Stelle, warum so? Warum Speichelbrei? Heute sehe ich, dass da viel mehr dahinter steckt als mein erster Eindruck. Ich erkenne ein viel, viel größeres Motiv. Ein viel größeres Motiv, was dahinter steckt. Und ich denke, genial. Ich werde erinnert an einen anderen entscheidenden Augenblick, als Gott Matsch in die Finger nahm. Es war der sechste Tag der Schöpfung. Gott beugt sich zu Boden, nimmt einen Klumpen Schlamm und er fängt an, etwas zu formen. Er schafft aus Matsch ein Kunstwerk. Hier ein Arm, da ein Kopf. Beinahe sieht dieses Kunstwerk aus wie er. Fast fertig. Als Krönung, da pustet er das Werk an. Mit dem Hauch des Lebens. Und der Mensch fängt an zu atmen. Der Mensch. Am Anfang nichts anderes als Schöpfungsmatsche. Doch Gott schafft aus diesem vermeintlichen Dreck wundervolles Leben. Menschliches Leben. Nun steht hier Jesus wieder mit Matsch in seinen Händen. Siehst du die Parallele? Johannes lässt am Anfang seines Evangeliums keinen Zweifel daran, wer hier steht. Jesus ist Ursprung der Schöpfung. Jesus selbst ist der Schöpfer. Wer am Anfang aller Dinge diesen Schöpfungsmatsch in seinen Fingern hatte, das war Jesus. So steht es zum Beispiel in Johannes 1. Alles wurde durch das Wort Jesus geschaffen. Und nichts ist ohne das Wort Jesus entstanden. In ihm war das Leben. Oder in Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Eben begegnete uns noch mit dem Blinden das große Fragezeichen des Lebens. Doch nun begegnet diesem Fragezeichen der Schöpfer selbst. Hier steht der Schöpfer. Der Schöpfer und sein defektes Geschöpf. Und wie damals, am Anfang aller Dinge, dann nimmt er den Matsch in seine Hand und fängt an, ihn zu bearbeiten. Er nimmt diesen Matsch und streicht ihn auf sein defektes Geschöpf. So wie ein Elternteil, das sein Kind auf den Schoß nimmt und pustet. Es wird wieder gut. Auch hier ist Jesus Herr der Schöpfung. Mehr noch. Er ist Herr der Neuschöpfung. Siehe, ich mache alles neu. So heißt es im letzten Buch der Offenbarung, der Bibel, die Offenbarung. Eine Beschreibung von dem Moment, in dem Gott eine neue Welt schafft.
siehe, ich mache alles neu. Ich mache heile. Du sollst wieder sehen können. Wer gesündigt hat? Niemand hat gesündigt. Darum geht's hier nicht. An ihm sollen vielmehr die Werke Gottes sichtbar werden. Das hier ist kein Fluchträger. Er ist Repräsentant der Herrlichkeit Gottes. Es ist die Herrlichkeit des Neuschöpfers, die hier sichtbar wird. Jesus haut also nicht wie die anderen mit diesem großen Fragezeichen des Lebens auf den Blinden ein. Er schenkt ihm vielmehr das verheißungsvolle Ausrufezeichen seiner Zukunft. Siehe, ich mache alles neu. Vor dir steht nicht nur der Schöpfer, vor dir steht auch der Neuschöpfer. Der Neuschöpfer, der eine Welt verheißt, in der es kein Leid mehr gibt. Keine Krankheit, keine Tränen, kein Tod. Siehe, ich mache alles neu. Jesus zeigt mit diesem Speichelmatsch, ich hab's in meiner Hand. So wie damals. Die Schöpfung liegt in meiner Hand. Auch wenn du manches Fragezeichen hast. Sieh, mein Ausrufezeichen, das am Ende dieser Welt steht. Siehe, ich mache alles neu. Mit der Matsche lag eine Verheißung auf den Augen des Blinden. Und Jesus schickte ihn jetzt zum Teich Siloah, damit er sich dort diesen Matsch abwäscht. Und ich stelle mir vor, wie sich der Blinde dort vorsichtig dorthin tastet. Obwohl ihm Jesus jetzt ja diesen Brei auf die Augen geschmiert hatte, da konnte er ja immer noch nichts sehen. Also tastet er sich vorsichtig zu diesem Teich voran, wie Jesus es ihm gesagt hat. Und dann stelle ich mir vor, wie er sein Gesicht wäscht. Und mit dem Wasser reibt er den Brei von seinen Augen. Vielleicht ist es schon ein bisschen angetrocknet. Wer weiß, wie lange er unterwegs war. Und er fängt an zu kratzen. Und langsam nimmt er schon etwas wahr, was er vorher nie so kannte. Dass da plötzlich Licht durch seine Augenlider kommt. Sie sind noch geschlossen, aber er sieht, irgendwas wird hell. Irgendwas ist hier anders. Und dann streichelt die Wärme seine Augen. Ein Spalt versucht er schon, die Augen zu öffnen. Und was ist das? Zuerst ist alles unscharf. Die Pupillen, die versuchen, Herr dieser Reizüberflutung zu werden. Mit der Hand beschattet er seine Augen. Dieser Blinde. Nein, dieser Sehende. Was für ein Gefühl, als es erstmal seine Augen sich fokussieren können. Was ist wohl das Erste, was er dort gesehen hat? Oh, so sieht Wasser aus? Wasser, was sich so anfühlt, sieht so aus? Der Mensch bekam ja heute eine kurze, aber geniale Vorschau auf Gottes verheißungsvolle Zukunft. Er begegnet seinem Schöpfer. Mehr noch, er begegnet seinem Neuschöpfer. Und das als defektes Geschöpf. Er erlebt dieses, siehe, ich mache alles neu, auf frischer Tat. Auch wir tragen diesen Matsch auf unseren Augen. Diese Verheißung, dass Gott alles neu machen wird. Gott hat eine Welt versprochen, in der es kein Leid mehr gibt. Kein Streit, kein Tod. Manchmal dürfen wir schon eine geniale Vorschau erleben dafür, indem Gott hier schon in unser Leben eingreift. Wie damals bei diesem Blinden. Doch oft ist es auch wie ein dem Ziel entgegenhumpeln. So wie der Blinde, als er noch den Matsch auf den Augen hatte und zum Teich Siloah gegangen ist. Wie oft macht uns aber gerade dieses Humpeln zu schaffen? Da wir eben nicht die Augen wieder öffnen können und plötzlich sehen können. Wie oft kann das auch als ein Vertrösten auf morgen empfunden werden? Vielleicht empfinden wir, gerade im Hier und Jetzt, da habe ich doch schwer daran zu tragen. Und dieses Fragezeichen, das drückt so stark auf mein Kreuz. Was hilft mir da so eine Floskel? Wird schon alles gut? Nein, es wird eben nicht alles gut, was uns hier in diesem Leben begegnet. Manchmal ist Leid einfach nur Leid. Und manchmal ist Leben einfach nur zum Kotzen. So wie bei meiner Tante.
Ich habe meine Tante bewundert. Sie war eine Frau, die im Glauben zu Hause war. Es hat mir Geborgenheit vermittelt, weil ich immer ganz genau wusste, dass sie für mich und meine Familie betet. Sie war eine starke Beterin. Und sie hat immer Anteil genommen an ihrem Leben und an ihrer Familie, hat sie alle immer im Gebet getragen. Doch sie selbst erlebte einen Schicksalsschlag nach dem anderen. Sie sagte dann immer, es könnte schlimmer sein. Doch es kam auch immer schlimmer. Sie erlebte Zerbruch, Krankheit, Unfall und Verlust in der eigenen Familie. Obwohl sie immer so stark betete. Ich will nicht ins Detail gehen, weil was sie da alles erlebt hat. Es ist ihre Geschichte und die von ihrer Familie. Aber zweifelsohne ist es viel zu viel Leid für ein Leben. Es fand den entscheidenden Tiefpunkt darin, dass sie ihren geliebten Enkel verlor. Der Enkel, der so viel Mist erlebt hatte. Der Lieblingsmensch, den sie immer im Gebet trug. Der Lieblingsmensch, den der Hauch des Todes überwältigt hat. Es hat meine Tante zerbrochen. Und weil ich wusste, dass das Gebet ihre Glaubenssprache ist, da fragte ich sie, wie betest du jetzt? Sie sagte mir, ich habe keine Worte, ich kann nicht. Aber was ich bete ist, Gott, ich bleib bei dir. Amen. Das ist das stärkste Gebet, was ich je gehört habe bis jetzt. Ein Gebet der Sprachlosigkeit. Es krallt sich fest im Psalm 73. Psalm 73, wo dem Psalmisten auch die Worte angesichts Unglück und Leid fehlten. Dort heißt es ab Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch. Meine Tante ist gebrochen gestorben. Doch unmittelbar vor ihrem Tod, da haben wir uns noch mal als gesamte Familie gesehen. Auf der Hochzeit meiner Schwester. Wir wussten nicht, dass sie 2 Tage später sterben würde. Das Letzte, was sie auf dieser Erde erlebte, war die Hochzeit meiner Schwester. Und das Nächste, was sie erleben wird, das wird in der Bibel eindrücklich wie eine Hochzeit beschrieben. In Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Es ist der Moment, auf den ich mich so sehr freue. Es ist der Moment, an dem ich sehe, wie meine Tante ihren Enkel, meinen Cousin, in die Arme schließt und sie diese Stimme hört, siehe, ich mache alles neu. Diesem Siehe, ich mache alles neu, laufen wir entgegen. Manchmal
dürfen wir in diesem Leben schon eine Vorschau darauf erleben, indem wir eben Heilung und Beistand erfahren. Doch manchmal ist es auch ein Ziel, dem wir entgegenhumpeln. So wie der Blinde erst zum Teich Siloa sich vortasten musste, um dort dann seinen Matsch von den Augen zu waschen. Doch er trug diesen Matsch der Verheißung. Auch wir haben diesen Matsch der Verheißung auf unseren Augen. Und es kommt die Zeit, wo wir ihn abwaschen und sich die Herrlichkeit Gottes offenbart. Siehe, ich mache alles neu. Kein roter Teppich lag für uns bereit. Ein schwerer Kelch will erst einmal getrunken sein. Auch deine Kinder wandern durch das Tal. Auch ihre Feinde sind von großer Zahl. Auch deine Kinder hört man weinen, zu dir schreien. Mein Herz ist kommend. Ich bleib bei dir.
Als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, da hatte meine Frau eine sehr interessante Art und Weise, ihre Bücher zu lesen. Immer wenn ein Buch zu spannend wurde und sie nicht wusste, ob eine Person bis zum Ende überlebt oder ob etwas schief läuft, da hat sie das Buch immer auf der letzten Seite aufgeschlagen und hat gesehen, oh, es geht gut aus, ich kann weiterlesen. Ich finde diese Art zu lesen sehr inspirierend für mein Leben. Manchmal müssen wir auf die letzte Seite schauen. Und da ist Jesus, der das Ausrufezeichen seiner Zukunft schenkt. Dass er sagt, am Ende geht es gut aus. Siehe, ich mache alles neu. Vielleicht habe ich hier eine kleine Idee für dich. Ich habe hier ein Buch der letzten Seiten angelegt. Das ist ein kleines Büchlein, eine kleine Kladde, wo jede Seite so eine Hoffnungsseite ist. Und dort habe ich angefangen, sozusagen Texte reinzukleben, die mir Mut machen, weiterzumachen und die mir eben zeigen, am Ende geht es gut aus. Wie zum Beispiel hier 1. Korinther 15, Vers 42. Es wird gesät verweslich, aber es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, aber auferstehen wird's in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, aber auferstehen wird es in Kraft. Ich möchte für uns beten. Herr unser Gott, ja, wir treten heute mit einem schweren Thema vor dich. Und ja, uns wird das alles alle unterschiedlich auch berührt haben, dieses Thema des Fragezeichens. Wie oft merken wir doch im Leben, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben, obwohl wir es so gerne hätten. Es würde so manches leichter machen, wenn wir es einkategorisieren könnten. Aber manches bleibt offen und es fällt uns zu schwer, damit umzugehen. Als erstes möchte ich dich darum bitten, dass du uns die Kraft gibst, dass wir einfach wortlos miteinander leiden können, dass wir dort Leid miteinander teilen, ohne dass wir dort in eine Schuldfrage verfallen oder in ein Erklärungsmuster. Lass uns einander beistehen in einer sensiblen und seelsorgerischen Art. Schenk du uns da den richtigen Atem dafür. Wir bitten dich aber auch, dass du uns Kraft schenkst. Du hast uns diesen Matsch der Verheißung auf die Augen gegeben, dass wir wissen dürfen, am Ende wird alles gut. Siehe, ich mache alles neu. Und wenn wir dann diesen Matsch von unseren Augen waschen, wenn du wiederkommst, dann gibt es kein Leid mehr, keinen Tod. Aber oft humpeln wir jetzt diesem Teich entgegen, wo eben noch keine Vorschau entstanden ist. Danke für die Momente, wo du wirklich jetzt schon uns eine Vorschau auf die neue Erde schenkst, wenn du Heilung schenkst. Wenn du Veränderung schenkst. Aber bitte schenk uns auch Kraft für die Momente, wo wir dieser Zukunft eben noch entgegenhumpeln. Herr, danke, dass du gerade in diesen Zeiten auch bei uns bist und wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen. Schon sind wir wieder am Ende angelangt. Es bleibt nochmal der Hinweis auf das Angebot eines Gesprächspartners.
über Chat, E-Mail oder Telefon. Das Seelsorgeteam, das steht dir zur Verfügung. Ansonsten habe ich noch etwas von der Ja-Jesus-Homepage empfohlen bekommen. Dort gibt es einen Bereich mit dem Namen Impulse. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Wenn du dich dort anmeldest, dann erhältst du für 3 Monate jeden Freitag einen Impuls über E-Mail. Sie nehmen dich mit auf eine kurze Reise durch die Bibel und ermutigen dich, im Alltag neue Schritte zu gehen. Ich freue mich, euch morgen auch wieder begrüßen zu dürfen. Dort sind wir schon am letzten Abend angelangt. Jesus und mein Leben. Das ist das Thema. Und was das Ganze mit Pizza zu tun hat, das erfährst du dann. Bleib gespannt. Jetzt eine geruhsame Nacht. Macht's gut. Tschüss. Macht mit dir erst Sinn. Trotz falscher Wege nahmst du mich an. Danke, Herr, für diesen Neuanfang. All meine Kämpfe, sie sind dir bekannt. Ich lass sie fallen, Herr, in deine Hand. Ich geb mich hin, dein Wille soll geschehen.
Ich freue mich darauf, wenn wir uns morgen Abend wiedersehen, 20.15 Uhr hier auf Hope TV. Bis dahin, Gott mit Ihnen. Du möchtest wissen, wer Jesus Christus ist und wie du ihn kennenlernen kannst? Unser kostenloser Bibelkurs hilft dir dabei. Mein Name ist Nele und als persönliche Studienbegleiterin freue ich mich über deine Fragen. Melde dich jetzt an. Mein Team und ich sind gern für dich da.